Und so könnt ihr aufbrechen. Mit dabei habt ihr selbstverständlich auch Albiron. An dieser Stelle wird sich dann der Garvin, der mittlerweile Boron Akolut ist, wird sich dann um ihn kümmern und wird euch dann zunächst eine ganze Weile begleiten, bis er dann in Richtung von Zorgan umschwenken wird, wenn ihr dann an der dementsprechenden Stelle seid, also bei Eslams Grund, wird er dann in Richtung Wandlet abbiegen. Aber bis dahin ist es noch eine lange Reise. Nicht entgegenkommen? Bitte? Müssten uns die beiden Magier nicht entgegenkommen? Die beiden Magier? Hat er einen Brief zu denen geschickt? Achso, wenn ihr das getan habt, ja, dann werden die, gut, die Beilocker Reiter brauchen natürlich auch ein bisschen. Das ist ja natürlich auch eine Reise, dann kommt drauf an, wie viele Dukaten ihr bezahlt habt, aber ich sag mal, auch bei Eslams Grund, also eine Tagesreise von Garad entfernt, würden sie dann auf euch treffen, beziehungsweise noch auf Garvin. Sodass dann Garvin gemeinsam mit den Magiern dann sprechen kann. Also mit Iolaos, ne? Genau. Ja. Gut, die Reise an sich, es sind 320 Meilen und mit einem Pferd werden das 8 Tagesreisen sein. Ihr werdet unterdessen einigen, ja, einer erfahrenen Händlerin vorbeikommen, die euch eine Schatzkarte anbietet, ein magisches Buch. Ihr könnt einen Trupp Strafgefangener erkennen, die dann in Ketten die Straßen ausbessern, die Reichsstraße. Noch einige Wachen, die daneben stehen und dann darauf aufpassen, dass diese Strafgefangenen nicht ausbrechen. Ein berittener Bote, der an euch vorbeiprescht und irgendwas von Helden redet, die dann irgendwie auf dem Weg gesucht werden. Hat wohl sicherlich nicht mit euch zu tun, sondern irgendwie ein blauer Pfeil, der da wohl von A nach B reitet, von irgendwie beauftragt. Ein Wanderprediger, der sich euch zunächst anschließen will und euch dann in theologische Gespräche verwickelt. Er wirkt wohl allerdings eher wie ein Zelot mit weniger Ahnung und auch nicht geweiht. Also verschiedenste Begegnungen, die ihr dann auf dem Weg in der Reichsstraße habt, bis ihr dann, wie gesagt, an Eslams Grund auf den Magier Iolaos trifft und es zu einer Verabschiedung kommt mit dem kleinen Albiron und dem mittlerweile Boron Akoluten Garvin. Ja, das wird sich ja erstmal ein herzliches Wiedersehen mit Iolaos. Oh, ich hätte ja nicht gedacht, euch so bald wiederzusehen. Oh, was für ein hübscher kleiner Junge. Also, wie kommt es, dass ihr auf einmal von Süden kommt? Ich dachte, ihr seid nach Norden. Oh, ja. Wir haben sozusagen eine Abkürzung genommen. Nun. Da muss ich später unbedingt nochmal von erzählen. Das ist eine Geschichte, die erzählt man, glaube ich, am besten am prasselnden Kaminfeuer. Mit einem schönen Tee in der Hand. Das war schön. Oh, prasselnd war das Feuer wirklich. Der Schlund. Oh, malerisch. Ach ja. Ja, eine Geschichte, die ich kaum erwarten kann. Aber ich glaube, ihr seid in Eile. Ja, genau. Wir hatten euch ja bereits über einen Brief informiert, nicht wahr? Eltern wollte eigentlich mitkommen, aber ihn hat etwas aufgehalten. Er musste unbedingt noch einmal seine Bücher sortieren. Naja, ihr kennt ihn ja. Nun, jedenfalls ist dieses kleine Bündel hier das süße Kind. Oh. Er passt aber auf, es zieht ein bisschen an den Brusthaaren. Da krallt es sich besonders gerne rein. Hübscher Junge, wirklich. Keine Sorge, ich werde auf jeden Fall aufpassen. Das ist das Geringste, was ich tun kann. Und ganz ehrlich zu sein, ich kann einen kleinen Urlaub gebrauchen. Oh, das Klima dort in Zorgan wirst du genießen. Das wird wirklich sehr, sehr schön. Und naja, pass wirklich gut auf den Kleinen auf. Keine Sorge, ich habe gehört, Igna ist auch da. Ich freue mich schon, ihn wiederzusehen. Ja, richtig. Er ist dort zurückgeblieben. Inzwischen sollte die Villa auch in einem guten Zustand sein. Es gibt auch noch einige weitere Kinder dort und Bedienstete, also es soll euch dort an nichts mangeln. Ohaya, der Pfeil gibt ihrem Sohn noch einen Kuss auf die Stirn, streicht ihn noch einmal über die wenigen Haare und
könnt auch sehen, wie jetzt auch mehrere Tränen runterlaufen, die sie versucht noch königlich oder kaiserlich zurückzuhalten, aber presst ihn dann noch ein letztes Mal an ihre Brust, drückt ihn und dann gibt sie ihn auch weiter an Iolaus. Wir vertrauen euch, dass dies in Zorgan alles nach Plan verläuft. Natürlich. Seid unbesorgt. Ich werde auf ihn aufpassen, als wäre mein eigener. Ich würde sie trotzdem gerne trösten. Also eine Heilkunde Seele. Ich stecke ihr ganz unauffällig mein Taschentuch zu. Ah, es ist doch nur für eine kurze Weile. Ihr werdet ihn nun wiedersehen. Ganz sicher. Und dann wird das neue Treffen umso schöner. Dessen bin ich mir gewiss. Iolaus, wir vertrauen darauf, dass ihr alles Mögliche für ihn tut. Immerhin ist er der Nächste. Ich weiß noch nicht genau, wenn Eslam von Eslamsbad tatsächlich... Ich weiß noch nicht genau, ob ich dieses Kind anerkennen kann, aber selbst dann ist er mein Bastard. Ihr müsst nur mit eurem Leben auf ihn aufpassen. Ich vertraue darauf. Und ich werde dies ebenso honorieren, wenn ihr zurückkommt. Ach, es ist mir eine Freude. Und der Kleine ist wohl noch etwas zu jung, um ihm etwas beizubringen, aber ich werde alles für ihn tun, was ich kann. Analysiert ihn bitte auch darauf, ob die astralen Fäden in ihm wirken oder nicht. Bei meiner Schwester ist dieses Phänomen zumindest aufgetreten und ich weiß nicht, ob die Mardergabe vererbt wird oder nicht, aber lass den bitte einmal analysieren. Ich mache es natürlich persönlich. Es ist lange her, dass ich etwas gut analysieren konnte. Also gut, dann geht. Eure Hoheit, meine Freunde. Das wird eine lange Reise, aber ich werde das schon schaffen. Vor allem, wenn ich mit einem so stattlichen jungen Mann an meiner Seite nicht wahr, Garin? Ja. Los, so, auf. Keine sehr schweigsam. Und so könnt ihr aufbrechen. Derweil bleibt Rohaya noch etwas stehen, schaut euch hinterher und wird mittlerweile wohl nicht mehr so sehr zur Eile angetrieben sein, jetzt noch eine Tagesreise von Gareth entfernt. Sie euch einfach nur hinterher. Und dann dreht sie sich zu den übrig gebliebenen Helden um. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Wofür? Dafür, dass ich so etwas schroff war. Ich musste in den letzten paar Tagen, die wir geritten sind, mit mir kämpfen. Es wird von mir verlangt, jetzt wo meine Mutter und auch mein Vater gestorben sind, dass ich dieses Reich regiere. Ich muss nicht nur mit meinem Bruder um die Macht kämpfen oder mit meiner Großmutter, mit meiner eigenen Großmutter, sondern auch zusätzlich mit Answin von Rabenmund und mit einem schwarzen Kaiserdrachen. Ich weiß einfach nicht, wie die Götter es zulassen können, wie können die Götter solche Schrecken zulassen und wie soll ein Mensch, der solches Leid erdulden muss, den Göttern noch Vertrauen entgegenbringen? Sie verlangen einfach zu viel von uns. Sie verlangen zu viel von mir. Und eure menschlichen Götter vertrauen euch doch auch nicht. Warum wollt ihr ihnen vertrauen? Nun, dies ist tatsächlich ein... Schauze. Dies sind tatsächlich wahrlich Bedenken, die euch zustehen. Und oh, glaubt uns, wir alle haben diese Bedenken schon gehabt. Ich weiß natürlich, was ihr für mich getan habt. Ich weiß natürlich, was ihr für mich getan habt und was ihr für meine Mutter schon getan habt, dass ihr auf der blutigen See gefochten habt, zumindest einige von euch, dass ihr den Stab der tausend Augen gegen Galotta geholt habt, dass ihr mit Apep an seiner Seite standet und dass ihr auf der dritten Dämonenschlacht neben meinem Vater noch strittet. Ich habe gesehen, wie ihr gemeinsam in meinen Träumen mir geholfen habt, diese Traumata zu überwinden. Ihr habt selbst als ich es nicht wusste, als ich noch Cella war, habt ihr an meiner Seite gestanden und mich über die Treupfade erst zum Schlund gebracht und ihr habt so viel für mich getan. Ich,
ich kann einfach mit diesem Druck und dieser Verantwortung nicht umgehen. Und es tut mir leid, dass ich euch so rüde oder so rau angefahren habe in Punin. Nun, das muss euch nicht leid tun. Denkt doch einmal darüber nach. Also, ihr habt eine ganze Menge durchgemacht. Das habt ihr ja selbst gesagt. Und uns allen ist 100-mal lieber, wenn jemand uns offen und ehrlich etwas sagt und dabei vielleicht ein wenig schroffer ist, als wenn jemand nett zu uns ist und uns hinterrücks erdolchen will. Und das ist sicherlich keine Charaktereigenschaft, die ihr zeigt. Also, alles in allem würde ich sagen, ihr wisst nicht, ihr hadert und zaudert, weil ihr nicht wisst, ob die Götter euch beistehen. Aber schaut uns doch einmal an. Jeder von uns irgendwie mit einem Gott verwoben. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich bin ein Diener Sumus. Yara ist ein Diener Rayas. Rafim sicherlich ein stattlicher Streiter Kors. Und auch die anderen. Nun, die Götter haben euch nicht verlassen. Ganz im Gegenteil. Sie haben uns geschickt irgendwie, um euch beizustehen. Kamale Kausalknoten? Ja, genau. Auch dies. Es muss euch wirklich nicht leid tun. Ihr müsst euch gerade in einer ganz neuen Rolle zurechtfinden. Das Leben, wie ihr es noch vor einem halben Jahr gekannt hattet, ist nun nicht mehr. Das ist eine schwierige Zeit. Wir möchten euch auch in dieser schwierigen Zeit jederzeit zur Seite stellen. Wenn einmal der Ton etwas schroffer ist, macht uns das nichts aus. Wir müssen auf den Herrn Praios und seine Geschwister vertrauen. Wir müssen ehrlich zueinander sein und uns so gut wie möglich unterstützen. Wir stehen voll hinter euch. Und komme, was er auch wolle. Wir werden unser Bestes tun, um euch und das Reich zu beschützen. Das weiß ich. Aber das Wichtigste ist, vertraut in euch selber. Wenn ihr euch selber nicht vertraut, seid ihr vollends verloren. Ja, das ist das, was mir Isarun schon sagte, als ich noch Cella war. Es ist auch so. Unsere Götter bürden uns nie mehr auf, als dass wir stemmen können. Als ich die dritte Dämonenschlacht überlebte, Rafim wird dieses Gefühl kennen, wir dachten, die Welt ginge unter, es ginge nie mehr weiter. Es ist aber weitergegangen, wir sind stärker daran geworden. Das wird euch auch passieren. Ich habe jetzt gerade auch noch meinen Sohn verloren. Er ist zwar nicht gestorben, aber ich werde ihn sicherlich ein Jahr nicht wiedersehen. Und diese Schwangerschaft ist sicherlich nicht optimal verlaufen, aber trotzdem liebe ich ihn. Wie eine jede Mutter seine Kinder liebt. Und ich weiß nicht, was mit seinem Vater ist. Mit uns sein. Und wie eine Mutter habt ihr das Beste für ihn gewollt. Ihn in Sicherheit gebracht. Ihr habt eine Aufgabe und ihr wolltet dabei euren Sohn nicht in Gefahr bringen. Und das ist das Wichtige. Ja. Stellt euch vor, ihr habt ein Reich voller Kinder, die euch vertrauen, die euch brauchen. Wollt ihr sie für ein Kind im Stich lassen? Sie schluckt einmal schwer. Nein. Nein, ich bin eine von Gareth. Die Praios-Scheibe wird morgen auch aufgehen. Zahar wird neues Leben schenken und Boron wird über unsere Träume wachen. Die Götter sind immer mit uns. Und sie werden es immer sein. Wir brauchen ein wenig Vertrauen, auch wenn wir manchmal stolpern und es manchmal zu viel erscheint. Nun, wir sind hier, oder? Und noch stehen wir, noch kämpfen wir, noch haben wir Hoffnung. Und genau deswegen sind wir es, die vielleicht auserwählt wurden, vielleicht die schwersten Aufgaben bekommen. Nun, die Götter werden uns vielleicht erzählen, wenn wir eines Tages zu ihnen gehen. Aber bis dahin tun wir alles, was wir können. Mehr kann niemand von uns verlangen. Und denkt immer daran, diesen Ratschlag habe ich auch Abel mir erst kürzlich mit auf den Weg gegeben. Ein Stein bleibt im Innern immer ein Stein, egal was außenrum ist. Euer wahres Wesen werdet ihr nach außen tragen, denn ihr seid stark. Islam kannte mein wahres Wesen. Viele andere haben nur das Äußere erkannt. Na, Rondrigan hat es auch gewusst, aber Eslam war vorher da. Rondrigan hat sich auch so um mich bemüht. Oh, gute Nachrichten, wir haben ihn ja gerettet. Er dürfte gegenwärtig wieder in Gareth sein. Das habt ihr auch getan? Ja.
waren auf so einer Burg Corvin. Auf diesem Stein waren wir, genau. Burg noch. Burg Corvinstein. Genau. Da haben wir uns eingeschlichen und ihn gerettet. Ich weiß gar nicht, wie ich euch eure Heldentaten allesamt. Ihr habt all das getan. Man kann das nicht einmal mehr in Worte fassen. Oh, uns fällt ja schon nochmal was so ein. Ich wünschte, wir könnten endlich gehen und uns um diesen Drachen da kümmern. Das kommt auch noch. Und wie ich sagte, irgendwer muss es doch tun. Bevor wir morgen in Gareth eintreffen, ich wollte euch hier, so wie wir jetzt in Ruhe sind, noch einmal mitteilen, dass wir Freunde sind. Freunde. Freunde einer Königin, einer Thronprinzessin, einer Kaiserin. Wir werden sehen, wie die Zeit ausgeht, aber ihr seid nicht nur Helden für mich, sondern auch wegen dem, was ihr mit Cella getan habt, habe ich euch in mein Herz geschlossen. Dankeschön. Und glaubt mir, dies beruht auf Gegenseitigkeit und wir werden euch nicht noch einmal aus den Augen lassen. Wenn wir morgen an Gareth eintreffen, verzeiht mir dann bitte den weiteren Ton, den ich anschlage. Und wenn ich ihn anschlage, ich werde wieder in das Plural des Majestatis wechseln. Und ich erwarte auch von euch, dass ihr zumindest in der Öffentlichkeit vor mir niederkniet. Von euch natürlich nicht, Herr Elf, aber von den anderen. Natürlich. Lassen wir uns einfach nicht zusammen in der Öffentlichkeit sehen und dann klappt das wunderbar. Ich würde trotzdem sagen, heute Abend, ich meine, das ist ja jetzt schon eine unterschätzende Sache, wir bei uns Zwergen, wenn wir einander Freundschaft schwören, dann trinken wir auch. Also ich würde vorschlagen, wir organisieren uns irgendwoher jeder ein Bier und dann stoßen wir gemeinsam an. Das finde ich gut. Das klingt vernünftig. Und lasst mich euch einen letzten Rat geben. Wenn wir in Gareth ankommen, versucht es zu genießen. Seht es als ein Abenteuer. Seht es als eine neue Herausforderung. Nun, so schaffen wir es, euch alles durchzukommen. So könnt ihr euch eine Tagesreise entfernt von Gareth in eine große Taverne zurückziehen. Es wird viel getrunken. All das, was euch begehrt. Bier, Wein, ja, etwas harter Schnaps, gutes Essen, Fleisch, Suppe, was auch immer ihr haben wollt, ihr sollt das bekommen. Der Abend wird rauschend, ein schönes Fest. Gemütlich, heimlich, ganz anders als das, was ihr in Punin auf dem Maskenball erlebt habt. Nicht so förmlich, nicht so offiziell. Einfach familiär. Mit einer Königin, mit einer Kaiserin. Ein letztes Mal. Ihr dürft einmal Menschenkenntnis werfen. Erscheint um 7? Für dich ja. Ich bin nicht mehr meinem Charakter drin, Moment. Nee, Mabelmir, du bist ein Mensch. Das ist für dich nicht um 7 erschwert. Das ist für Mendarion, das ist erschwert. Dann zieh 7 Punkte dazu. Auch, er ist zwar Badok, aber er hat noch keine Kulturkunde. Ich bin nicht Badok. Also nicht Badok. Ganz. Also noch, nur ein kleines bisschen. Ja, okay, also du bist schon ziemlich weit gewandert auf der Skala. Ja, wie trinkst du denn Mendarion? Trinkst du? Gib doch Eiswein. Guter, leckerer Eiswein. Er kriegt von mir einen Apfelsaft. Nein, er kriegt von mir auf jeden Fall. Tatsächlich ja. Die 6, die Neugier, oder was ist das? Irgendwann, ja genau. Irgendwann setzt er sich dann auch zu Rafim. Dann sieht schon, dass er leicht angesäuselt in der Kurve hängt. Rafim? Ja. Ich habe keine Lust mehr. Auf. Trinken? Ihr habt noch gar nicht angefangen. Ihr trinkt auch das falsch. Städte. Oh. Städte. Hast du nicht gesagt, wir wollen hier, dabei, du weißt, wie es heißt, Bringen ein paar Leute um in der Blutkerbe. Ja, das machen wir. Das. Können wir da hingehen? Auf jeden Fall müssen wir da noch hingehen.
Das ist schön. Aber ihr habt eigentlich recht, eigentlich sollten wir das recht bald machen. Ich mache euch einen Vorschlag. Guck mal, ob ich in Gareth ein paar Jungs und Mädels auftreiben kann. Und dann gehen wir erst dahin. Wir beide. Bring da was um. Dann holen wir die Arschlöcher ein. Solange wir dafür nicht nochmal in Städte müssen. Oh nein, das wird ganz wunderbar. Da wird es ganz viel Tod geben. Und Blut, glaube ich. Ja, viel Blut. Diejenigen, die ihre Menschenkenntnisprobe geschafft haben, können erkennen, wie wohl Rohaya erkannt wird. Also die Beisitzenden in der Taverne schauen zunächst so ein bisschen rüber, freuen sich über eure gute Laune. Dann irgendwann erkennt ihr, dass ihre Blicke vor allem an Rohayas leicht rötlichen, rotblonden Haaren hängen bleiben. Und man wird sie mustern, man wird den Gesprächen weiter zuhören und dann irgendwann zu ihr auch rübergehen und ihr auf die Schulter klopfen. Ich würde gerne dazwischen fahren, also sie komplett abschirmen von irgendwelchen Leuten, die von außerhalb sie mit irgendwelchen politischen oder sonst welchen Dingen behelligen wollen. Nee, politisch nicht, einfach nur, also du merkst auch, wie sie sich freuen und wie sie, bevor sie dann auch Körperkontakt haben, es sieht so aus, als ob sie sich bedanken wollen oder einfach, ja. Also ich würde die Leute gerne mit meinen Blicken wissen lassen, dass ich sie im Auge habe. Ich glaube, das bekomme ich hin. Ja, klar, mit den Punkten. Und die dann halt genau beobachten und falls die irgendwie den Eindruck machen, dass die jetzt irgendwie Stunk machen oder Stress machen wollen oder einfach nur nerven wollen, da würde ich dazwischen gehen. Wenn die jetzt einfach nur einen Humpen heben wollen, das lasse ich zu. Ja, also sie würden dann auch, wenn es zugelassen wird von dir, würden sie ja den Humpen heben, zuposten oder auch einmal rüberrufen, wenn sie dann nicht ganz rangehen dürfen, sodass es da dann Beifallbekundigung gibt. Zwei der Bauern würden sich tatsächlich dann aber auch erheben und gehen. Auch nicht mit Hinterlist, sondern mit der guten Nachricht in Richtung Norden tragend. So hast du das Gefühl, als ob sie irgendwas weiter tratschen wollen. Ich nehme auch hier und da mal ein paar Leute beiseite. Erzählt es weiter. Ich würde mal pro forma eine Zechenprobe. Ist das eine gute Idee? Natürlich. Die Gerüchte werden rauskommen, keine der Zweifel, aber wenn wir gute Gerüchte haben, die sich schneller als wir verbreiten, dann kann das nur helfen, oder? Gerüchte dringen an alle Ohren. Jetzt ist es zu spät, aber mir, ich gebe jetzt zwar recht, mehr geheim halten. Aber es ist zu spät. Wir werden schneller in Gareth ankommen als die Gerüchte. Aber und wenn sie erst einmal dort ist. Richtig, und wenn sie erst einmal dort ist, müssen wir sowieso mit der Wahrheit herausrücken. Nun, wir sollten trotzdem doppelt so vorsichtig sein am letzten Tag. Wir werden vorher in Gareth sein, aber diese Nachricht wird sich im gesamten Umland verbreiten. Genau das ist, was wir wollen. Hoffnung. Ich werde jedenfalls nichts mehr trinken. Ich passe auf. Dann trinke ich von uns beide. Sehr gute Wahl, sehr gute Wahl. Oh. Ich nippe auch nur an meinem Wein. Ganz vorsichtig. Im Billigzeug hier wird es ja eh nicht besoffen und ich schließe mich an. Bin sehr angespannt in der Taverne. Ihr müsst euch immer entspannen. Keine Sorge, aber mir. Solange ich hier bin, wird hier keiner frech. Nicht jetzt und nicht heute. Noch ist sie nicht in Sicherheit. Doch, genau jetzt und genau heute. Denn ab jetzt wird es anstrengend. Nutzt jede Sekunde, jeden Augenblick, den ihr habt, um euch noch ein wenig zu entspannen, zu harmonisieren. Kraft zu tanken. Und Zerstreuung zu finden. Eigentlich fühle ich mich ganz harmonisch. Perfekt. Und es versucht daran, dass wir nicht mehr in der Stadt sind. Mendarion. Ja. Hat mich gerade angesprochen und er hat nicht ganz unrecht. Ich habe noch was, worum ich mich kümmern muss. Wir haben da eigentlich keine Zeit für, aber ich muss mich drum kümmern. In dem Elfenjungen hier vorne treiben Gareth ein paar Jungs und Mädels auf und dann gehe ich mal was jagen.
Ich hole schon wieder Hilfe. Nehme Mandarion mit und ich weiß auch schon, dass ich Leute im Tempel finde, die bereit sind, mir zu helfen. Was habt ihr vor? Doch mein Kompass. Ah, nun, wenn ihr Hilfe braucht beim Reinigen dessen, denke ich wirklich, dass ich weniger kompetent bin. Aber für die Nachbehandlung dieser Wunde, da kann ich sicherlich zur Verfügung stehen. Voltax, dann rufen wir dich dazu. Aber ich muss mich darum kümmern und bis ihr dann in der Stadt seid, zu die wir danach reisen und uns den Namen besorgen, da habe ich euch lange wieder eingeholt, wenn ihr noch länger in Gareth bleibt. Also gut. Ich würde ja sagen, sei vorsichtig, aber ich kenne dich viel zu gut, also viel Spaß. Seid nicht vorsichtig, aber macht möglichst viel dort kaputt. Ja. Haut das Ding in Stücke. Kommt gesund zurück, mein Freund. Drück mal Abel mir so auf die Schulter, natürlich. Muss so einer auf euch aufpassen. Richtig. Wenn nicht ihr, wer dann? Ja, richtig. Ja, wenn wir dann in Gareth ankommen, breiten wir beide direkt weiter. Oder, Elf? Sicher. Asavo wird Rafim zum Kriegergruß an die Hand greifen. Keine Sorge, auf Kiaras passe ich dann auf. Wunderbar. Ich werde euch sicherlich noch etwas begleiten. Ich wollte nur, dass Rafim sicher gehen kann, dass auch jemand in deinem Rücken steht. Ja, das kann ich annehmen. Dankeschön. Und keine Sorge, falls ich hören sollte, er sei gestorben und irgendwer von euch lebt noch, dann komme ich für euch. Ja. Das war ein Witz. Das lachen wir noch, könnte ich jetzt machen. Also ich fand, das war witzig. Naja, also die mit Bedrohung gepaart sind meistens nur so semi-lustig. Das war nicht bedrohlich. Den Schatten von Kiaras holen wir übrigens auch wieder zurück. Den habt ihr übrigens zu verschulden, nicht ich. Zwinker auf das Haro dir zu. Da kommen wir auch noch zu. Ach ja, dieser verdammte Mönch. Ich bin 2 Wochen, 3 Wochen maximal weg. So lange dauert das ja nicht. Wir laufen da rein, bringen die alle um und dann ist fertig. Seht ihr? Das wird ganz einfach. Ich habe eine Idee. Die Zeit in einer Globule kann gänzlich anders verlaufen. Daran solltet ihr vielleicht denken. Warum wollt ihr eigentlich alles kaputt machen, was ich sage? Sagt doch einfach. Das geht schnell. Einfach viel Spaß. Du? Nur versteht, wie das funktioniert. Nennt sich diplomatisch sein, das solltet ihr mal ausprobieren. Hals- und Beinbruch, Rafim, das hat mir Abel nie erklärt. Dass das ein Sprichwort ist, was nicht so gemeint ist, bis eigentlich erst klingt. Es ist positiv gemeint. Ah, wobei der ganze Scheiß mit dem Schatten doch schon nützlich war, muss ich zugeben. Nun ja, aber wir wollen das doch nicht immer haben. Nein, tatsächlich nicht. Ich habe keinen Bock, nochmal so einen Kult zu treffen. Auch ein guter Punkt.